Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ja, wir sind hier immer noch im Clouds und wir müssen jetzt erstmal unsere Waffen verstecken. Ist einer der sichersten Orte. Für dich machen nur zwei die Beine breit? Traurig. Fick dich ins Knie, Johnny. Genau. Warte. Hä? Ah, jetzt ist er weg. So. Danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Dankeschön. Wir wollen ja jetzt... Wie heißt du nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ist schon ein bisschen her. Ficken. Joyce? Nee, nicht Joyce. So, warte mal. Wir müssen da vorne hin. Gucken wir uns doch dann erstmal hier um. Das ist ja anscheinend ein Nobelpuff oder so. Kann ich die hacken oder kann ich da nur einkaufen? Ich kann nur einkaufen, okay. Ah, hier ist natürlich wieder das Gute. Natürlich wieder dieser schöne Stacheldildo. Mm. So, Tiger Claw. Tiger Claw. Euch werde ich alle noch wegficken. Dann, was darf ich denn überhaupt da rein? Oder steht er da? Weil er. Ich speichere mal ganz kurz. Nicht schlecht. Geh ich dafür rein. Aber in echt wäre es besser. Zwischen diesen Schenkeln könnte ich versinken. Was soll das heißen, echt? Die besteht nur aus Nullen und Einsen. Du meinst, ich kann sie um alles bitten? Also ganz egal was? Bitten? Du bittest nicht, Alter. Muss nur programmiert werden. Von allen kranken Läden kriegt der hier den Hauptpreis. Hast du das gehört? Wenigstens würde ich kein Gejammer mehr hören. Das tut weh. Bla bla. Das ist ein Hologramm. Kapierst du es nicht? Lass mir meine Fantasien. Ist ja nicht so, als könntest du sie hacken. Also halt einfach die Klappe und genieß die Show. Alter. Was für kranke Schweine. Aber so ist das dann anscheinend in der Zukunft. So. Wollen wir hier weiter gucken? Ich darf nicht ein? Was soll das? Ich bin jede scheiß Woche hier. Keine Zugangsberechtigung für den VIP-Bereich. Doch, die hab ich. Nein, haben Sie nicht. Sie können gern mit dem Manager sprechen. Nein, Alter. Ich spreche jetzt lieber hier mit dir. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Gibt es ein Problem? Dieser Idiot hier kapiert nicht, dass ich da rein darf. Soweit ich das sehe, wurde Ihre VIP-Mitgliedschaft entzogen. Wie bitte? Wie war das? Bitte beruhigen Sie sich. Sonst müssen wir Sie hinaus begleiten. Immer diese versnobten Säcke. Ich sag's dir. Gehst du wieder hoch? Ja, gleich. Muss erst pissen. So, aber ich darf doch hier bestimmt rein, oder? Der erste Stock ist nur für VIP-Kunden. Darf ich jetzt echt rein? Ich darf hier halt echt rein. Motorrad, nicht Motor. Alles. Die Waschmaschine hat einen Motor. Was willst du heute? Irgendwas, was mich am schnellsten abheben lässt. Scheißtag. Wirklich, ja, erinnern sich an Scheißleben. Doch der Sinn der Sache. Sie erinnern sich an rein gar nichts. Kann ich mit dir sprechen? Ist es hier immer so tot? Ich glaube, gleich rollt hier ein Steppenläufer vorbei. Tot für dich. Lebhaft für andere. Für mich genau richtig. Was kann ich dir bringen? Ich nehme die Hausspezialität, wenn ihr eine habt. Was genau meinst du damit? Euer bestes Zeug. Ich will was erleben, nicht vergessen. Kommt darauf an, was du magst. Hör auf dein Bauchgefühl. Überrasch mich. So, was hat er denn Schönes? Nur wieder das Übliche. Sein Russio. Und nochmal hier schön dieses Beef. Da kann ich dir was verkaufen. Irgendwas hier. Ja, warte, hier haben wir doch so ziemlich viele von. Kaufen. Das sind ja alles nur 10, das bringt nichts. Ja gut, die will ich gleich noch klein machen. Gut. Ich nehme nochmal das gleiche. Achso.
No entry. Darf ich hier rein? Wenn da steht No entry. Ah, verstehe. Natürlich bin ich dabei. Was ich beitrage? Ja, ich habe dieses Motorrad. Ich weiß wo. Das ist sehr dumm, was ich hier mache. Ja, deswegen gehe ich hier auch mal ganz schnell wieder raus. So. Tachchen, ich habe nichts gemacht. Tschüss. Da wollte ich nur den Loot haben. Wo geht's hier hin? Darf ich hier rein? Ja. Gewalt zum Öffnen. Öffnen. Achso, einfach nur Toiletten. Ich kann mich nochmal im Spiegel anschauen, das möchte ich nicht. Dankeschön. So, ansonsten kann ich hier noch durch. Jo. Gut. Weißt du was? Ja, bin bereit. Kann ich die Tür zumachen? Nee, ne? Ich habe Angst, dass die hier vorne kommen, wenn ich das hier öffne. Muss ich noch nichts machen? Wir gehen erstmal zu Kabine 9. Oder gehen wir das? Das geht. Du musst echt ein Perverser sein. Ohne einen gewissen Hirnparasit hätte ich sicher mehr Auswahl. Hm. Gut gekontert. So, warte, der zeigt hier hin. Hi, ich bin Sky. Und du musst Vincent sein. Vincent? Wie? Nur wie? Meinen echten Namen dürfen nur Leute sagen, die ich gut kenne. Ah, er ist Vincent. Okay. Wie? Hm, das könnte interessant werden. Mhm. Ich weiß schon, welches Video demonetisiert wird. Du stirbst also. Demonetarisiert, so. Verstehe. Natürlich bin ich dabei. Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Hat hier mal gearbeitet. Weißt du, wo sie ist? Du willst antworten. So viel ist klar. Nur nicht die, die du zu brauchen glaubst. Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Evelyn Parker. Sie ist nicht das Wichtigste, nach dem du suchst, oder? Ich rieche deine Angst. Du fürchtest dich vor etwas anderem. Antworte einfach. Sag mir, wo Evelyn ist. Ich habe keine Zeit zum Philosophieren. Warum sagt mir die Managerin, dass sie hier nicht mehr arbeitet? Wann war sie zuletzt hier? Weißt du irgendwas? Evelyn hatte ihre eigene Geschichte, ehe sie mit deiner kollidierte. Aber ich weiß, du wirst sie finden. Du kriegst immer deinen Willen. Sind die alle so dumm? Sprichst du nur in Rätseln oder was? Ich kann dir nicht helfen, wenn du keine Hilfe willst. Und was jetzt? Meditation? Kamasutra. Sowas in der Art. Du wirst sehen. Wovor fürchte ich mich? Ich dachte, hier werden... Meine tiefsten Wünsche erfüllt. Sowas habe ich nicht erwartet. Wenn Wünsche unerfüllt bleiben, werden daraus Bedürfnisse. Wir greifen nach ihnen und in dein Innerstes, um dich zu verstehen. Ich greife auch in dein Innerstes. Was brauche ich so dringend? Du musst akzeptieren, dass du schon mal gestorben bist. Wieder anfangen zu leben. Akzeptieren. Klar. Ich leg mich einfach hier hin und warte auf was auch immer. Blödsinn. Du willst, dass ich aufgebe. Du hast Angst, weil du deine Träume aufgegeben hast. Was ist daraus geworden, der Beste in Night City zu werden? Ich will immer noch der Beste sein. Das habe ich nie aufgegeben. Aber die Chance, das noch zu schaffen, wird immer kleiner. Ich wollte nur, dass die Welt weiß, dass ich hier war, dass ich was bedeutete. Statt deines Traums durchlebst du einen Albtraum. Du hast Angst, ausgelöscht zu werden.
als hättest du nie existiert. Oder ist es nur die Angst, jemand anderes zu werden? Anders als jetzt. Guck mal, die wird gespiegelt da vorne, aber ich nicht. Die, die ich verloren habe, leben durch mich weiter. Das werde ich auch sein. Eine Erinnerung. Oder nur eine nervige Stimme im Kopf eines Fremden. Du siehst den Tod nicht als Zerstörung oder das Ende, sondern als Veränderung. Das allein könnte dein Leben retten. Ich habe Angst, jemand anderes zu werden und zu vergessen, wer ich bin. Du wirst schon jemand anderes. Jede Sekunde, jeden Tag. Trotzdem, ich spüre eine Verbindung zu meinem früheren und zukünftigen Ich. Was du wirklich fürchtest, ist jemand zu werden, den du nicht mehr wiedererkennst. Alter, diese Konversation kostet mich irgendwie an. Und was jetzt? Oh. Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Und das wäre? Sagst du es mir? Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das wird es auch jetzt nicht. Aber wie halte ich Schritt mit allem, was sich verändert? Das tust du doch schon. Du hast etwas bewirkt. Nichts, rein gar nichts auf dieser Welt befindet sich nicht im stetigen Wandel. Das trifft auch auf dich zu. Blick nie zurück. Wenn du töten musst, töte. Wenn du alles niederbrennen musst, lass es brennen. Danke, für alles. Oh Mann, ich will jetzt nicht mal aufstehen. Wollen die wenigsten. Aber alles hat ein Ende. Okay. Samurai. Was ist los? Das blöde Ding hat mich rausgeworfen. Ich muss mit dir reden. Reden? Du hast die Notbremse gezogen und mich rausgeholt zum Reden? Oh, ich hätte bestimmt doch warten können. Was ist los? Habe ich was falsch gemacht? Ich muss sagen, es war nicht ganz, was ich erwartet hatte. Ich wollte Nervenkitzel, keinen traurigen Seelentrip. Tja, Baby, ich entscheide nicht, was hier drinnen abläuft. Dein Unterbewusstsein hat das Kommando. Hm. Dann erinnere mich daran, ihm nächstes Mal zu sagen, dass es sich verpissen soll. Ah, erzähl aber niemandem hiervon, okay? Ich bin hier, um mit dir zu reden, Sky, nicht mit einem sentimentalen Algorithmus. Evelyn Parker, was weißt du über sie? Alter, ich sehe aus wie... was weiß ich. Jeder hier hat seine eigene Kabine, eigene Probleme, ist in einer eigenen kleinen Blase. Es ist ein zerbrechliches System. Leute wie du spazieren hier rein, wollen es zerstören. Vergiss es. Du musst mir helfen. Bitte. Ich bin keine Bedrohung. Und sie steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Ich will nur, dass es ihr gut geht. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, dieser Job ist nicht gerade der sicherste auf der Welt. Einen Tag bist du drin, am nächsten weg vom Fenster. Ist dir in letzter Zeit was Ungewöhnliches passiert? Okay. Hab gehört, ein Kunde hat sie schlecht behandelt. Mehr weiß ich nicht. So Zeug passiert hier dauernd. Öfter als irgendwer hier es zugeben würde. Du solltest mit Tom reden. Die beiden waren unzertrennlich. Immer am Tuscheln. Ein Kunde hat sie angegriffen? Ich glaube schon, ja. Ist echt aus dem Ruder gelaufen. Sicherheitsleute sind reingestürmt. Danach war's ruhig. Hier kommt man nicht her, um Fragen zu stellen. Du hörst nichts, siehst nichts und hältst den Kopf unten. Wo ist es passiert? In ihrer Kabine. Ich sagte doch, es war ein Kunde. Willst du nur so dastehen oder sagst du mir auch die Nummer? Die 11.
Ist die Kabine gerade besetzt? Nein. Ich glaube, die ist seitdem außer Betrieb. Ich muss irgendwie in die Kabine kommen. Ach ja? Und dann was? Geht dich nichts an. Kannst du sie öffnen oder nicht? Sicher. Aber lass mich bloß in Ruhe. Rede mit Tom. Wer ist Tom? Eine Puppe, wie wir alle. Was dachtest du denn? Ein Expedi-Star? Wo finde ich ihn? VIP-Bereich. Kabine 2, glaube ich. Danke. Siehst du? Warst ja doch ganz brauchbar. Das lief jetzt ein bisschen sehr komisch ab. Aber nicht unbedingt schlecht. Wir haben nämlich jetzt ein paar Informationen. So. Zuerst Evelyns Kabine, zuerst... Warte mal, wo ist denn Elf hier? Das ist Elf, ne? Okay. Werfen wir mal einen Blick drauf. Wo ist frisches Blut? Da ist frisches Blut? Was ist denn da? Siehst du's? Was denn? Da ist nichts. Ganz genau. Da sollte ein Anschluss sein, wo die Puppe sich reinklingt. Rausgerissen worden? Ich frag mich, warum. Mhm. Was haben wir hier noch? Was ist das da? Oh. Alter, die sieht man ja gar nicht. Blut. Oh, okay. Frisch. Und das Blut. Nicht viel. Stammt eher von einer Wunde als einem Mord. Hä? Wo sieht der denn hier Blut? Egal. Okay, die Kamera hat er dann anscheinend auch schon genommen. Das Blut anscheinend dann auch schon. Und was ist das? Der Verrückte. Irgendwas hat sie durchdrehen lassen. Hä? Was meinst du? Cyberpsychose? Verrückt, aber vielleicht wurde sie aus der Ferne gehackt. Netrunner? Seltsam. Alles klar. Mhm. Dann gehen wir doch erstmal jetzt in den VIP-Bereich. Kann ich das hier wieder zumachen oder bleibt das jetzt offen? Bleibt offen, ne? Na gut. Aber dafür ist das zu. Kann ich eigentlich auch in die anderen rein? Oh, guck mal. Da wartet einer. Na, hier sieht man nichts. Ja, gut. Dann gehen wir noch mal in den VIP-Bereich. Und da waren wir ja gerade eigentlich schon. Motorrad, nicht Motor. Gut. Finde Tom. Kabine 2 war das. Hoffe, er macht's kurz und schmerzlos. Zwei hirngewaschene Sex-Zombies an einem Tag? Das ist selbst mir zu viel. Mhm. Hoffentlich wird's nicht ganz so komisch. Hi. Ich glaube, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Infos über dich. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Entspann dich. Du brauchst keine Infos oder Details. Ich bin kein Kunde. Ich will nur reden. Mit dir. Nicht mit einer Puppe. Tom, richtig? Aha. Ich muss Evelyn Parker sprechen. Es ist wichtig. Nicht nur du. Hab schon so oft versucht, sie zu erreichen. Ohne Erfolg.
Du meinst, sie ist nicht hier? Sie hatte einen Unfall. Musste in eine Spezialklinik in Osaka oder Oslo? Glaube Oslo. Für ein neues Gesicht. Okay. Welche Stadt? Osaka oder Oslo? Oslo. Ja, definitiv Oslo. Der Unfall hatte was mit dem Kunden zu tun, oder? Ich fand Blut in ihrer Kabine. Naja, solches Zeug passiert ja manchmal, weißt du? Und das finden alle okay? Wir kriegen neue Implantate, Erholungszeit und manchmal sogar eine Auszahlung. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, schon komisch, dass sie so weit weg musste. Das ist auch ein bisschen krass da. Hat sie dir selbst gesagt, wohin sie will? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Wo finde ich diesen Woodman? Hat wahrscheinlich im Hinterzimmer die Füße hochgelegt. Aber da dürfen Kunden nicht rein. Woodman, wer ist das? Mr. Forrest. Aber jeder nennt ihn Woodman. Keine Ahnung warum. Okay, Mr. Forrest. Also Mr. Forrest. Was macht er so? Er ist sowas wie ein Hausmeister. Findet neue Leute, kümmert sich um Probleme. Okay. Ja gut, dankeschön. Ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese verfickte Situation bringt, hoffen wir es. Die schädelschwemmenden Puppen. Ah, die sollten die mal ersetzen. Natürlich bin ich dabei. Was ich beitrage? Ja, ich gut. Hab dieses Motorrad. Ich weiß wo. Das ist genau da, wo wir gerade eben hingegangen sind. Die Kamera ist noch aus, ne? Ja, die ist noch aus. So würde ich mal sagen. Bup, bup, bup. So, die ist zu. So. Oh. Scheiße. Okay. Alter, zum Glück. Das hätte jetzt sonst böse enden können, Alter. Wenn wir jetzt nicht die technische Fähigkeit gehabt hätten. Puh. Wer bist du? Bist du Woodman? Nee. Das heißt, diese Tiger Claws, ne? Die will ich schon mal gern vermöbeln. Geht's hier hin? Komm ich von außen nochmal ran. Ah, Woodman. Hey, Kunden haben hier nichts zu suchen. Sei ein Schätzchen und mach die Tür beim Rausgehen hinter dir zu. Wie du siehst, bin ich beschäftigt. Alles klar. Sehr beschäftigt bist du, Fetzer. Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Hier arbeitet keiner, die so heißt. Aber früher mal. Was ist mit ihr passiert? Hat wahrscheinlich gemacht, was alle Puppen wollen. Einen Gönner fürs Leben gefunden. Kannst was Besseres kriegen. Versuch's mit Roxy in Kabine 2. Gleicher knackiger Arsch. Verhaltenschip macht den Rest. Wirst keinen Unterschied merken. Siehst mir wie ein vernünftiger Typ aus. Wir können uns bestimmt einigen. Und du siehst mir wie ein kleiner Psycho aus, der noch nie von wem verlassen wurde. Aber mach schon, red weiter. Du hast Infos, ich hab Eddies. Ist ein fairer Tausch. Wie viel willst du? Zieh deinen Kopf wieder aus meinem Arsch. Für Eddies kriegst du hier Nutten, keine Schwätzer. Sehe ich etwa aus wie eins von beidem? Gleich siehst du noch was ganz anderem aus. Hab mir die Karte angeschaut und... Nee, du siehst echt nicht aus wie die Fickpuppen hier. Eher wie der Wichslappen von einem Joyboy. Genau. Oh, unverschämte Missgeburt. Du kleiner Wichser. Komm, ich will Informationen haben.
was? Wieso kann ich keine Waffe ziehen? Ach, weil ich sie weggelegt habe. Scheiße, stimmt. Ich kann mich... Okay, ich kann mich hier. Okay, es wird ein langer Kampf. Welche Demütigung hier, Alter. Okay, vielleicht doch nicht so hart. Alter. Warum ist sie jetzt schon wieder gegelt? Was wohl irgendwo eine Waffe gab? Aua, aua. Komm jetzt, komm. 3% noch, komm. So, wow, easy. Du hast es schon wieder vermasselt. Ist nicht gerade eine Hilfe. Was habe ich dir vermasselt? Ich weiß nicht. Lies die Wahrheit von seinen leblosen Augen ab. Oder scan halt sein Deck. Das könnte funktionieren. Wichser. Ich glaube, wir hätten auch mit ihm reden können. Tach. Nachrichten. Problem gelöst. Hey Boss, hab das Parker-Problem gelöst. Er hat sie an einen Ripper verkauft? Der Chip war hinüber. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse. Klingt wie der Traum jedes Joy-Toys. Ich war gerade am Reden, stürme ich nicht. Anscheinend müssen wir das alles dann doch nicht durchlesen. Wir haben uns um die Ware gekümmert, besorgen uns 5 oder 6 Mädels und 2 Jungs, aber diesmal richtig Junge. Nicht so wie letztes Mal. Mhm. Ja, warte mal, mitnehmen kann ich dich jetzt anscheinend dann nicht, ne? Ja, Wichser. Aber lass mal jetzt mal ganz kurz eben, da wir jetzt eine Waffe haben. Oh, was ist das so? Ah, die sitzt nicht ganz so gut, glaube ich. Was haben wir denn dafür? Minus 0,3% Zeit fürs Ziehen. Habe ich hier. Ah. Boah, Alter, das ist ja richtig gut. 350. Okay, du kommst auf 1. Da haben wir nichts. Dann auf 2 kommt der Revolver. Mit Advantage. Ah. Und, nee, das machen wir nicht drauf. Und auf Platz 3 kommt dann diese Waffe. Minus 0,3% fürs Zielen plus 0,45% für Reichweite. Okay, das ist besser als das. Okay. Was haben wir hier noch? Plus 0,3%, dann ist das hier besser. Und hier... Nee, das mache ich nicht drauf. Sind wir hier? Nein. Gut. Levelaufstieg machen wir gleich. Ah, sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. So, verlasse das Clouds. Dann gucken wir eben, was wir hier noch haben. Okay, da haben wir nichts. Geh wieder hinten rum. Hinten rum sahen wir da um einiges sicherer aus. Warte mal, hier ist gerade keiner drin, ne? Ich kann mir die Sachen da gönnen. Ich bin nicht hier. Hm, schönes Messer. Warum stehst du da? Warum stehst du jetzt genau da? Der andere guckt auch in meine Richtung hier. Hier komme ich nicht durch, ne? Nee. Scheiße. Was haben wir hier? Geänderter Zeitplan. Was Schiss. Da, siehst du? Und die Tiger Claws als Verstärkung obendrauf.
Kommst du denn noch hier? Ja, du kommst jetzt auch noch hier, ne? Ja, warte mal. Optik Neustadt, scheiße. Dann machen wir erstmal Breach-Protokoll. Weil dann können wir den nämlich ausschalten und danach den anderen. 1C, 1C, BD, 1C. 1C, 1C, BD, 1C. Sehr gut. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, fuck, fuck. Warum guckst du denn hier hin? Ich will hier unbedingt rauskommen, ohne dass ich erkannt werde. Ja, komm. Komm. Wenn er wieder weggeht. Ich speichere mal kurz. Fuck. Hast du mich beide gesehen, ne? Fuck. Ich wollte eigentlich, dass er weggeht, dass ich ihn dann ficken kann. Ah, scheiße. Okay, die Waffe ist absoluter Müll. Ist gut. Oh, das hat das keiner gesehen. Oder gehört. Scheiße, die kommen jetzt hier gleich rein. Was kann ich denn vielleicht? Jetzt hier rumgehen. Vielleicht suchen die jetzt da hinten. Schalldämpfer wäre vielleicht auch ganz gut gewesen. Also was ist ein E-Tiger Claws? Tut mir jetzt nicht ganz so leid. Alter, die machen aber auch einen Damage. Gut. Lalalala. Als ob. Nicht so. Sind die mir jetzt alle feindlich gesinnt? Nee, jetzt keiner mehr, ne? Na doch. Ist ja hier im richtigen Etablissement. Warum tritt das denn nicht? Das ist... Alter. Ich hätte echt gerne Stealth gelöst. Ich glaube, die haben mir keine Wahl gelassen da oben. Wäre schon lustig, wenn ich da jetzt gleich mit Waffen wieder rauskomme, obwohl ich keine hatte. Komm. Ich muss ihnen jede Waffe zurückgeben. Auch wenn ich es lieber nicht hätte. Ja. Oh. Direkt sind wir überladen, scheiße. Gut, dann mache ich hier erstmal hier zerlegen. Und nee, das. Scheiße, das wollte ich eigentlich nicht zerlegen. Egal. Sehen wir halt weiter sehr behindert aus. Bla 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 bla. Das kann ich auch alles zerlegen. Bum, 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 bum. So, Körperteile.
Das sieht doch mal schöner aus. So, zerlegen und zerlegen. Die wiegen aber anscheinend nichts. Scheiße. Okay, warte mal. Das ist eine... Die Hose sieht einigermaßen besser aus. Naja, okay. Vielleicht doch nicht. So, Schuhe. Es ist alles schlechter als unsere absolut geilen... was haben wir da? Fahrerschuhe mit Aluminium-Einlegesohlen. Boom. Ja gut, warte. Dann... Zerlegen. Zerlegen. Elektrischer Schlagstock. Na, nee. So, so. Brechstange auch noch. Schwarzes Einhorn ist mittlerweile auch schlechter. Ja, deswegen bleiben wir beim Katana. So, jetzt können wir wieder laufen. Hey, ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. Alles gut. Bin ja schon weg. So, würde ich aber auch mal sagen, das war's ja mit dieser Folge. War dann doch semi-erfolgreich, weil wir wissen jetzt zumindest, was mit Evelyn einigermaßen passiert ist. Und dass sie vielleicht noch am Leben ist. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.